Musikvideo ging es jetzt viel um Ketten. Was bedeuten die Ketten für euch? Ecki. Ja, im Prinzip Zwänge, aus denen du nicht rauskommst, die du dir entweder selber auferlegst oder auch die dir von außen auferlegt werden. Und gerade diese unbewusst selbst aufgelegten Zwänge, die hat ja nun wirklich jeder und die kommen ja nicht eigentlich von einem selbst, die kommen ja schon auch aus irgendwelchen Anfeindungen und Co. Und das ist die Bedeutung der Ketten und das ist natürlich ein geniales Gefühl. Ich meine, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war heute auch das erste Mal in meinem Leben in Ketten. Ja. Wirklich? Wie war das? Doch schon sehr beklemmend. Ne? Also selbst wenn das ja nun alles, ich meine, man kennt sich gut und es ist klar, zu welchen Zwecken, aber es war doch, ihr habt es gesehen, ich konnte mich ja noch nicht mal richtig hinsetzen. Und das dann einfach, die abfallen lassen, dass die Ketten dann einfach abfallen, das ist halt wirklich ein krasses Gefühl, einfach. Ne? Auch wenn es quasi nur gespielt ist, aber trotzdem. Ja, also da kann ich mich nur anschließen. Letzten Endes sind ja Ketten ein Symbol für Süchte oder Zwänge, die man dann halt über dem im Verlauf seines Lebens so halt bekommen kann oder unbewusst aufnimmt. Es sind ja oftmals auch Sachen, an die man sich kettet oder klammert, die eigentlich gar nicht sein müssten, wo also Jesus sagen möchte. Bindungen. Genau, Bindungen, wo Jesus sagen möchte, komm, ich will sie dir nehmen. Und dann ist es ja teilweise dann auch an uns zu sagen, okay, ich lasse los. Aber in dem Beispiel, wie wir es haben, sind es ja, glaube ich, einfach so Ketten, die uns festhalten und nicht wir sie. Ne? Aber ja. Und das Gefühl, so physisch Ketten wirklich an den Händen zu haben, ich hatte sie an den Händen und bin dann quasi so da, das war schon sehr interessant, weil also ich durch das Musizieren und so, meine Hände sind immer frei. Und ich bin am Spielen und da ist auch nie was damit. Also, aber als sie dann in Ketten gelegt wurden, ich habe dann so gemerkt, was wie ein Druck letzten Endes da auch auf denen lag und wie belastend das war. Und dann letzten Endes dann die Ketten zu lösen und mich davon zu lösen, das war super. Also einfach ein tolles Gefühl. Einschränkung. Also physisch von Einschränkung von Bewegungsfreiheit und geistig natürlich dann auch Einschränkungen und es ist, waren einfach schwer, also man war belastet damit. Ja. Also für mich sind diese Ketten auch, auch so Sachen wie Ängste, Depressionen oder sowas oder auch alles, was man an Lügen so glaubt, dass man nichts wert ist oder wenn man von daheim irgendwas aufgedrückt hat, irgendwie du kannst nichts, du bist nichts, das sind alles Ketten, die einen halten, wo man einfach auch nicht vorankommt, ja, wo das ganze Leben einschränken können, ja, und diese Ketten dann zu wissen, wo Jesus kommt und sagt, so, jetzt, ja, jetzt ist der Moment, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich die Freiheit für dich geplant habe und dann, also ich hatte ja den Knebel, weil ich als Sängerin ja nun meinen Mund als meistes Gebrauch oder halt auch wegen der Flöte. Ich brauche meinen Mund für all diese Dinge. Und dieser Knebel, also ich sollte dann zwischendurch noch Regie führen mit dem Knebel im Mund. Das ist schier nicht möglich. du kannst dich nicht mehr mitteilen. Du hast keine Chance, dass du dich selbst befreien kannst. Das geht nicht, weil du kannst dich nicht mehr mitteilen. Du bist darauf angewiesen, dass jemand kommt und dich befreit. Ja? Also du hast keine Chance, um Hilfe zu rufen, es geht nichts. Ja, das ist dieser Moment, wo du wirklich nur stumm beten kannst, sagen kannst, oh Herr, ich habe keine Worte mehr für die Situation, ich habe keine Worte für meine Freiheit, nichts, ich kann nicht um Hilfe rufen, gar nichts, du musst es jetzt machen. Und das war dann so schön, als die Petra in ihrer Funktion als Braut, ja, also als sie spiegelt ja die ganze Gemeinde wieder im Prinzip als Braut, dann kam und hat diesen Knebel gelöst. Das war enorm. Ich dachte, ich müsste da jetzt gleich anfangen zu singen. Was einfach also allein auch dieses ganze Gefussel da im Mund, ja. Das ist super unangenehm. Und ich war so froh, dass es dann gelöst war. Das ist schon sehr befreiend. Ja, und viele Ketten spürt man als oft selbst gar nicht. Viele Bindungen und Unfreiheiten. Weil man ist ja das irgendwo ganz lange schon gewohnt. Und da braucht man ja erst einmal die Erkenntnis, wo bin ich gebunden, wo habe ich Ängste, wo ist der Druck auf mir und. Und viele halten ja dann auch an diesem Gefängnis fest.
weil sie Ängste habe, in eine Freiheit hineinzukommen, die sie überhaupt nicht kenne. Und oft ist es dann auch so, dass viele erst einmal lernen müssen, loszulassen und sie dann spüren und merken, wenn diese ganze Bindungen abfallen, wie es ist, in eine neue Freiheit hineinzukommen und in eine Freiheit hineinzugehen. Diese Leichtigkeit und dieses Leben, wo dann kommen kann. Ja. Ja, Freiheit heißt nämlich Verantwortung zu übernehmen und das ist nämlich dann der Punkt, was manch einer nicht möchte. Und das muss ich halt auch sagen, als Ärztin begegnet mir das oft, dass ich gebundene Menschen sehe und wo ich aber auch spüre, dass sie einfach auch nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und dass sie gefangen hält. Und das ist einfach ein großes Problem, weil zur Freiheit sind wir berufen. Ja, ja, genau. Also für mich sind diese Ketten wirklich satanisch, die uns nicht nur körperlich binden, sondern auch geistlich und seelisch auch. Und ich liebe es, Menschen in die Freiheit zu führen und sie von diesen Ketten zu befreien, weil da diese drei Dimensionen dürfen wir einfach nicht unterschätzen, was der Feind versucht, uns zu binden. Und das ist für mich absolut wirklich teuflisch. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es wirklich wichtig ist, zu helfen, dass Menschen frei werden. Sie brauchen natürlich auch das Wollen dazu, sonst funktioniert es nicht.